Puh, und das ist knapp. Ich führe euch zum Ziel. Nur weil die Idioten angreifen mussten. Ich will keine Helden verlieren. Arbeit. Wo habe ich ihn? Ach, da. Da wird Epoche 3 erforscht. Erforscht. Was wollt ihr? Ich habe auch die letzten Tage recht wenig gespielt. Ich habe eigentlich hauptsächlich nur World of Warcraft gespielt. Und ja, World of Warcraft. Ich sage es absichtlich so. Packen wir es an. Also kein Wunder. Das ist nicht die Aufgabe. Oder er sagt nicht wundern. Da sind. Auch was schlagen die bitte? Ah. Okay. Wo ist denn die auf der Tratschloff? Achso, da hat er die Taverne gebaut. Ah, ja. So, ihr drei tranigen Tüten. Ja. Baut mir jetzt hier mal das Schlachthaus. Und Ratschloff, du brauchst mir so eine dicke Saurierfarm. Weil die dicken Saurier brauche ich jetzt dann bald. Vor allem ziemlich schönes Feeling hier im Schneeland. Also im Norden. Und draußen hat es auch Schnee. Passt doch eigentlich, oder? Oder findet ihr nicht? Geht's los? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn überhaupt noch jemand Paraworld schaut. Was ich recht schade finde. Ich habe auch einen Abonnenten verloren. Ja, sowas kann mir passieren. Da ich nichts, da ich recht wenig hochgeladen habe. Oder gesagt, nur etwas selten. Wie gesagt, tut mir leid, aber ich hatte in den letzten Tagen einfach keine Zeit. Und das müsst ihr, und ich hoffe, das könnt ihr auch verstehen. Was wollt ihr? Weil ich will ja auch was mit meiner Familie und so machen. Mit Sicherheit. Weil es war gestern der Geburtstag von meiner Oma. Dann war ich, am ersten Weihnachtsfeiertag war ich auch bei meiner Oma. Ich habe nur noch eine Oma. Meine andere Oma ist leider gestorben. Aber ja doch. Und so. Was gibt's zu tun? Das hört sich gut an. Nächste Aufgabe. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Okay. 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 Ich gehe vor. Ja. Platz da. Da lang. Platz da. Platz da. Hier kommt Mats da. Oh yeah. Aha. Oh yeah. Sie greifen vom Wasser her an. Wir müssen um jeden Preis die Stellung halten. Fernkämpfer. Mein Bogen ist bereit. Runter. Sind unterwegs. Das schleunigst. Nächste Aufgabe. Auf dem Weg. Die Krieger werden jetzt nicht so viel anrichten. Ausrichten meine ich. Ein Schuss, ein Treffer. Bleib ab da.
sind unterwegs. Bleibt achtsam. Ja. Ja. Geht's bei. Aber ja. Da ist er, der Rest. Ah ja, okay. Aber ja. Ruhig. Verdammt. Die werden dann nicht so schnell durchstoßen. Was ist hier? Der muss erledigt werden. Es war gut, dass ihr helft, aber ihr sollt euch lieber heilen. Was für ein Spaß! Statt blind in den Tod zu rennen. Was gibt's zu tun? Ja, lauf! Schnell! Christina kommt auch mal weg. Ach, sind die da unten jetzt gestorben oder was? Ich habe keine Ahnung, was mit denen da unten geschehen ist, ganz ehrlich. Ja, bitte. Los, los. Es ist mir ein Rätsel. Macht euch bereit. Ich gehe also, vor. Also, Sasslauf, du kannst da unten mal aufbauen. Lasst uns kämpfen. Weiß nicht, sollte ich Sasslauf nach oben setzen oder... Tausend von allem. Das bedauern. Ich will kämpfen. Da lang. Da ich vor allem jetzt recht wenig Stein habe. Ja. Wird das noch länger dauern. Ja. Oder kann ich keine Verteidigungstürme aufbauen? Was gibt's zu tun? Na, alles klar. Macht bereit. Endlich. Oh, die kommen mit einer Ramme. Ja, auf dem Weg. Bleibt achtsam. Mein Bogen ist bereit. Alles klar hier oben. Ja. Vermeint Auge um Auge. Bereit. Mir fehlt hier wirklich okay. Der Erzdruide, also. Platz da. Zu Diensten. Ich merk das. Ja. Ich habe eine Idee. Auf dem Weg. Aber. Auf dem oh Mann, müssen die schon wieder angreifen. Und los. Hätte ich so einen Tasselhoff-Turm oder sowas. Dann kann ich. Da kann ich euch garantieren, dass ich mit dem nicht solche Probleme habe. Wird gemacht, wird gemacht. Nein, nicht Skype. Ah. Gott. Moment. Dann mache ich. Jetzt bin ich schnell beschäftigt. Ins Giepe. So, fortsetzen. Oh yeah. Hier Erdbeben. Ja.
Ach nee. Mann. Macht euch bereit. Dann auf schicken wir mal. Seid ihr? Cole, ihn. Na, alles klar. Lasst uns kämpfen. Und Dina runter. Die verteidigen. Da unten wird nicht so stark angegriffen, wie oben. Pflaster! Okay, auf dem Weg. Kann losgehen. Macht euch bereit. Kommt! Bloß, was, wenn das nicht passieren darf, der Kleemann darf nicht sterben. Ah, alles klar. Ich will kämpfen. Geht's los? Flüchten die Feigenhunde auch noch? Ich mag das. Baryonyxe denken sich nur, leichte Beute. Ich mag das. Auf dem Weg. Sie dürfen nicht entkommen. Würden die mir nicht auf den Sack gehen? Die Viecher? Da lang. Sie dürfen nicht entkommen. Die wollen wirklich einen Kleemann töten. Ich muss mal gucken, wie viel Nahrung brauche ich denn. Wenn ich den Erzdruiden haben will. Ah ja, okay, so viel. Das war mir schon klar. Schon klar. Aber ich muss hier unten hier verteidigen. Während die hier mal das abbauen. Was ist zu? Ich bräuchte vor allem einfach mal da unten so einen Tassloff-Turm. Den baue ich da oben hin und dann kann er auf die da unten schießen. Das wäre richtig gut. Wenn wir jetzt wenigstens mal schnell so viel sammeln würden. Was ist überhaupt mit den ollen Holzfällern? Oh, ich kann da sogar einen hinbauen. Geil. Na gut, ich habe nicht daran gezweifelt. Können wir los? Was gibt's? Okay. Lauf, ich glaube, ich werde Tassloff auf Stufe 5 hauen. Sicher. Oder Cole. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wen. Macht halt mal schnell die Ramme kaputt. Sie macht das Tor schneller kaputt, als ihr schauen könnt. Oh. Oh. Die Krieger. Auch zwei neue. Zumindest erstmal einen neuen. Der eine kann sich am heilenden Tempel wenigstens noch heilen. Oh Gott! Ah, der Tassloff-Turm ist fertig. Schieß die Ramme erstmal. Paul kommt auf die nächste. Kommt auf. Nächste Aufgabe. Ganz oben. Was für ein Spaß! Na, alles klar? Na und, du hast eine Hackpanzerung, aber trotzdem. Endlich Action! Ach, der Tratschlauf ist auch da. Ah, müsste jetzt laufen können. Der Turm. Was für ein Spaß!
hast du vor? Alles klar hier oben. Was für ein Spaß. Platz da. Kommt, okay. Kommt, kommt. Ich habe eine Idee. Aber, mir hier schneller und das Tor mal reparieren. Lasst uns kämpfen. Was? Wir sind da durchgekommen. Als heiße Reis. Die haben eine Ramme. Was? Mal wieder. Nein! Die haben eine Baumstammkanone. Was für aber ja. Das ist eine tierische Einheit, kann ich so nicht zerstören, zu töten, aber. Kann sie mit. Ganzen. Armee austöten. Oh Gott. Hört sich gut an. Ja, sowas wäre klar vom Vorteil, jetzt sowas zu bauen, ja? Also. Nein! Hört auf anzugreifen! Greifen die denn? Die wollen meinen Tarsalov-Turm zerstören. Endlich Action. Oder das Tor da unten einreißen. Ich mag das. Macht euch bereit. Sie dürfen nicht entkommen. Auf dem Weg. Kommt, Platz da. Auf dem Weg. So, Tarsalov, du baust mir jetzt deinen Turm hin. Und das Hop Hop, die greifen mich bestimmt jetzt dann wieder an. Stets bereit. Kräftliche Entscheidung. Da haben sie eine Ramme. Problem erkannt. Ja, bitte. Problem erkannt. Was ist denn? Ja. Die haben genau denselben Fehler gemacht, den sie zuvor, glaube ich, mal immer gemacht haben. Oder ich denke zumindest, dass sie das gemacht haben. Was haben die, so wie ich weiß, immer gemacht, wenn ich hier gespielt habe. Die haben da unten so eine, so einen Waffenmacher oder was reingebaut. Na, doch nicht. Oder hier mit, oder zumindest hier irgendwo auf dem Weg. Das weiß ich noch. Aber wisst ihr, was ich jetzt machen könnte? Ich hole jetzt mal ein paar meiner Lieblingstiere. Die Allosaurier. Zumindest einen, weil ich will mir den Rest noch aufsparen für den Erzdruiden. Auf dem Weg! Auf dem Weg! Ich will die jetzt nicht so weit weg schicken. Was gibt's zu tun? Der Vorteil an diesen Tarsalov-Türmen ist, da die haben an sich so eine gute, hohe Reichweite. Und vor allem, die stehen auf dem Berg. Und die können auch weit sehen. Und haben weites Sichtfeld. Glaube ich zumindest mal. Und ja. Da passt das doch. Sie machen die 200 Schaden. Da kann doch nicht mal so eine Baumstammkanone den Stand halten. Wenn da so ein paar Türme gleichzeitig immer so pam, pam, pam so drauf schießen, dann mit solchen Artillerieschläge. Ja.